Hallo Gisner, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim spirituellen ABC. Heute schauen wir uns mal den Begriff Sanskrit an. Was bedeutet Sanskrit? Und Sanskrit ist die Ursprache und die vedischen Schriften sind in Sanskrit geschrieben. Und man sagt, Sanskrit ist Devanagari, das ist die Sprache der Halbgötter. Das ist eine spirituelle Sprache. Und was sind die Halbgötter? Die Halbgötter sind sozusagen diejenigen, die hier dieses Universum verwalten. Von Gott gegebene Persönlichkeiten, die die Aufgabe haben, das Universum zu verwalten in Form von Elementen, von der Sonne, vom Feuer. Und die Halbgötter stecken hinter allem. Und es wird gesagt in den vedischen Weisheiten, es gibt 33 Millionen Halbgötter, die dazu da sind, alles zu verwalten. So. Und diese Halbgötter sprechen Sanskrit. Und diese Halbgötter sprechen die Sprache der Göttlichkeit. Weil Sanskrit ist die transzendentale Sprache, die von Krishna selbst, von Gott selbst kommt, den Halbgöttern gegeben wird. Und wer ist der erste wichtige, man könnte sagen, Halbgott hier in diesem Universum? Nämlich Brahma, das erste Lebewesen. Und Brahma hat das hier alles erschaffen. Und er hat es erschaffen auch, weil er die Veden direkt von Krishna bekommen hat. So konnte er, ist er der Baumeister dieses Universums. Und es gibt noch andere Halbgötter. Und diese Sanskrit-Sprache ist eigentlich die Sprache der Seele. Weil die Seele ist ja auch vom Ursprung spirituell, sie kommt aus der transzendentalen Welt. Und Sanskrit, wenn wir, auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland denken, ja, Deutsch ist meine Sprache, die Sprache der Seele ist aber nicht Deutsch. Die Sprache der Seele ist im Endeffekt auch Sanskrit. Und wenn wir, obwohl uns das fremd vorkommt, diese Sprache, wenn wir diesen Klang hören, weil alles basiert auf den Veden, auf Klang, wir hören Sanskrit-Mantras, wir hören diesen Klang, wir hören das Om oder wir hören andere transzendentale Klangschwingungen, die mit den Veden verbunden sind oder mit der Sanskrit-Sprache, führt diese Klangschwingung dazu, uns zu läutern. So, wir hören das. Und wir mögen das im ersten Moment nicht verstehen, aber wer versteht das? Nämlich wir als wirkliche spirituelle Seelen, die diesen Körper hier beleben, wir verstehen das. Die Seele versteht das. Und die Seele ist happy, dass sie sich wieder mit ihr auf ihr ursprüngliches Bewusstsein, ihr ursprüngliches Dasein zurückerinnern kann. Und das basiert durch vedischen Klang, durch Sanskrit, durch diesen transzendentalen Klang. Also es ist gut, wenn wir als materialistische Menschen oder lebende Menschen hier in diesem materiellen Körper, vielleicht jetzt hier in Deutschland, wenn wir mit transzendentalen Klängen in Form von Sanskrit damit in Berührung kommen, hilft es uns, uns zurückzuerinnern. Und es wird in den Veden sogar gesagt, wir haben das Wissen in uns, wir alle kennen das. Aber weil wir bedeckt sind von den drei Erscheinungsweisen, von diesem materiellen Körper hier, von diesem Leben in dieser materiellen Welt, und weil wir uns so stark identifizieren mit dem, was wir angeblich sind, ich und mein, haben wir eigentlich alles vergessen. Aber wenn transzendentaler Klang zu uns kommt in Form von Sanskrit, speziell von Mantras, von vedischen Schriften, dann wird dieses Wissen wieder offenbart. Und wir erinnern uns zurück und wir stellen uns auf einmal tiefere Fragen. Und dafür ist die Sanskrit-Sprache gedacht, dass sie uns zurückerinnern kann und dass sie uns nicht nur zurückerinnern kann, sondern sie kann uns auch alle tieferen Fragen beantworten. Nämlich die vedischen Weisheiten kann Fragen beantworten wie, wer bin ich, wo komme ich her, was ist der Sinn des Lebens, gibt es einen Ursprung, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, und all dies wird in der Form von Sanskrit beantwortet. Und selbst die Sprachwissenschaftler heutzutage sagen, dass Sanskrit sozusagen die erste wirkliche Sprache ist hier in diesem Universum und war, und dass sie sozusagen die Muttersprache aller anderen Sprachen ist heutzutage, selbst der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist eine indogermanische Sprache, das heißt, sie kommt ursprünglich vom Sanskrit, und viele Wörter, zum Beispiel auch im Russischen oder in anderen Teilen der Welt, andere Sprachen, haben ihre Wortwurzeln oder teilweise sind die Worte sogar gleich. Gerade im Russischen sind sehr viele Worte, die heutzutage die Russen benutzen, sind original 1 zu 1 Sanskrit-Worte. So. Und da sehen wir, dass das die Muttersprache aller Sprachen ist. Und nicht nur die Muttersprache aller Sprachen, sondern daraus, aus der vedischen Kultur, speziell aus dieser Sprache, aus der Kultur, die dahinter steckt, wurde alles andere weltweit im Endeffekt erschaffen.
alle Kultur, Religion, alle Sprache. Und gerade Kultur macht ja alles aus. Aber die wahre Kultur des Menschen, wird in Wen beschrieben, ist eigentlich nicht diese materielle Kultur, die wir jetzt stark leben, aber im tieferen Sinne ist der Mensch, basiert er auf spiritueller Kultur, die in diese Welt kam oder in dieses Universum durch Krishna selbst, indem er das Wissen zu Brahma gab. Und dann wird beschrieben, Brahma gibt es zu Manu, zum Vorfahre der Menschheit, er gibt es zu den vedischen heiligen Königen und das Wissen verbreitet sich. Durch Heilige, durch Sadhus, durch Vaishnavas. Und so wird dieses Wissen, obwohl es so alt ist und teilweise wir auch denken hier, die Sanskrit-Sprache interessiert niemanden oder sie ist verloren gegangen. Nein, sie ist speziell jetzt durch die Hare Krishna-Bewegung hier in der westlichen Welt wieder sehr bekannt geworden und für alle zugänglich geworden. Wir können die vedischen Schriften lesen oder wir können Sanskrit lesen und wir können sogar in den Büchern vom Bhaktivedanta Book Trust haben wir hinten immer sogar die Erklärung, wie wir Sanskrit lesen können. Und Srila Prabhupads Aufgabe war auch, sozusagen den Sanskrit in lateinische Lautbuchstaben uns zu übersetzen, sodass wir in unserem Buchstabensystem, was wir kennen, lateinische Laute, können wir Sanskrit lesen lernen. Und auch viele hier in der westlichen Welt können direkt lernen, Sanskrit zu lesen. So. Wenn wir uns zum Beispiel das heutige Hindi anschauen oder Teile der indischen Sprachen, weil in Indien gibt es sehr viele Sprachen, basiert das ursprünglich auch auf dem Sanskrit. Und das ist die älteste, das ist die Sprachwurzel aller Sprachwurzeln. Ja. Und auch das transzendentale Om, mit dem alles erschaffen wurde hier in diesem Universum, es ist ein besteht aus Sanskrit-Silben. Und all diese Silben, die wir im Sanskrit haben, ist die Mutter all unserer normalen Sprachen, die wir heutzutage gebrauchen. So. Alles basiert auf transzendentalen Klang. Und wenn man sich das wieder bewusst macht, durch diese Sanskrit-Sprache, kann man sich das dem wieder bewusst werden. Und dann kann man das für sich nutzen. Und man kann dadurch, dass man sich mit Sanskrit beschäftigt, dass man spirituellen Klang hört, das liest, das verwirklicht, das umsetzt, was uns diese vedischen Schriften geben, dann können wir das höchste Ziel der menschlichen Form erreichen, nämlich dieses reine Bewusstsein oder dieses Gottesbewusstsein oder wie wir auch so schön sagen, dieses Krishna-Bewusstsein. Weil das ist das normale Bewusstsein der spirituellen Seele, der individuellen Seele, was wir eigentlich wirklich sind. So. Und das ist sehr, sehr schön. Und deswegen, die Sanskrit-Sprache, obwohl sie vielleicht nicht so bekannt ist oder sich nicht viele Menschen damit auseinandersetzen, ist ein Schatz voller Wissen. Und es wurde uns hier in diese materielle Welt gegeben, um zurück zu erinnern durch transzendentalen Klang. Und wenn wir uns damit beschäftigen, werden wir merken, wie dieser transzendentale Klang uns hilft, uns beeinflusst, aber positiv. Er wird uns helfen. Und deswegen nutzt das. Deswegen haben die Leute auch heutzutage haben so viel Anziehung zu Kirtan, zu Mantra-Meditation, zu diesen Mantras oder zu alten heiligen Schriften. Warum? Weil sie wissen, es hilft. Es ist wie eine Anleitung, so back to the roots, zurück zum Ursprung. Und das ist sozusagen die Sanskrit-Sprache. Sie führt uns zurück zum Ursprung und darüber hinaus und gibt uns unsere wahre Identität wieder zurück und lässt uns tiefer schauen und gibt uns Wissen von etwas, was vielleicht verborgen scheint, aber was die ganze Zeit eigentlich da ist, uns umgibt und was wir aber in unserer Blindheit gar nicht gesehen haben. Und es öffnet sozusagen unsere Augen und wir können das wahrnehmen in uns, äußerlich und auf einmal ist diese spirituelle Welt hier in dieser materiellen Welt sichtbar. Und deswegen können wir sehr dankbar sein, dass es die Sanskrit-Sprache jetzt übersetzt gibt in alle Sprachen und wir Bücher haben und wir ja, uns wieder damit beschäftigen können. Und so ist diese Sanskrit-Sprache sehr, sehr wichtig und hilfreich. Und wenn du dich da draußen noch nie damit beschäftigt hast, tu dies. Ich habe zum Beispiel hier eine Videoreihe gemacht, wo ich die vedischen Schriften vorstelle, die übersetzt wurden in deutsche Sprache. Und da seht ihr auch, dass wir über 30 Bücher haben, wo das erklärt wird und wo auch teilweise Bücher sind, wo Original-Sanskrit-Texte enthalten sind, wie zum Beispiel die Bhagavad Gita oder Srimad Bhagavatam oder
andere vedische Texte, die auch weltweit sehr populär sind, wie das Ramayana oder das Mahabharata oder die anderen Teile der Veden. So, und so sehen wir, es ist eine sehr umfangreiche Sprache und Überlieferung der Sprache, weil wir ein sehr, ja, es ist ein sehr großes Feld, mit was man sich da beschäftigen kann und auseinandersetzen kann. Aber der Sinn ist, dass wir verstehen, Sanskrit ist eine spirituelle, transzendentale Schrift oder Klangschwingung hier in dieser materiellen Welt, um uns das zu überliefern, was wir vergessen haben, aber was uns das gibt, wo wir eigentlich herkommen. Und durch Sanskrit und durch die vedischen Schriften kann uns alles offenbart werden und viel, viel mehr. Und das wünsche ich dir auch, dass du das umsetzen kannst in diesem Leben. Und ich danke euch fürs Zusehen. Hare Krishna.